Hallo und willkommen zurück bei On The Table, mal wieder mit einem kleinen Unboxing. Allerdings, ja, nicht Warhammer, nicht Blood Bowl, nicht Age of Sigmar, sondern mal wieder Hordes nach dem Warp Wolf. Haben wir hier den Angelius. Sieht aus wie ein, ja, irgendwie Drachenwurm-Dingsy von Legion of Everblight. Keine Ahnung, mit diesen Fraktionen kenne ich mich bei Hordes absolut gar nicht aus. Ja, lässt sich diesmal nur in einer Version zusammenbauen. Und ja, ich habe mich hier irgendwie, glaube ich, beim Kaufen etwas vertan. Es gibt ja unterschiedliche Versionen, ist jetzt irgendwie übertrieben. Also es gibt noch so einen Drachen, der ähnlich aussieht, den ich eigentlich haben wollte. Das ist der Neraf oder Seraf. Also da kann man sehr wahrscheinlich zwei Versionen draus bauen. Der ist in Plastik. Hab mich da anscheinend irgendwie verklickt. Aber die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, der Seraf ist, glaube ich, ein bisschen größer. Hat ein paar größere Flügel. Aber ist egal. Er hier ist halt aus Zinn. Ich bin nicht so der große Zinnfreund. Wobei ich jetzt halt vernünftigen Kleber habe, sodass das ja wieder eventuell besser funktioniert. Ja, wie immer hier die Datenkarten, mit denen ich so nichts anfangen kann. Weil ich halt das Spiel nicht spiele. Und eine Blisterbox mit Base. Dem Schwanz, der käme dann. Oh, bleib mal da offen, du komische Box. So, legen wir einfach so drauf. Wo ist er denn? Ja, Schwanz, der wird dann wohl hier so irgendwie drauf befestigt. Und dann käme er hier irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie hier so drauf. Ja, man sieht. Deswegen, also mit Zinn ist immer so ein bisschen problematisch, ja, dass es irgendwie dann halt halten muss. Ich müsste gleich mal irgendwie auf der Verpackung genau gucken, wie er da zu befestigen ist, weil da gibt es so, ich denke so passt nahtlos. Und da müssen halt auch die ganzen Flügel dran. Die sehen halt so aus, also die großen Flügel. Dann gibt es halt einen Satz kleinere und noch einen Satz noch kleinere Flügel. Müsste man halt schauen, ob das jetzt tatsächlich zum Modell gehört oder ob das einfach nur Zinnreste sind. Aber ich glaube, es gehört zum Modell. Es sind dann irgendwelche irgendwelche Fänge, irgendwelche Krallen, die da irgendwie dran sind. Und auch hier müsste man dann erstmal schauen, wie die da am geschicktesten dran zu pömpeln sind. Deswegen bin halt nicht so der Fan von dem Zinn. Eben, ja, mit Plastikkleber kommt man da nicht so allzu weit. Und mit dem Sekundenkleber braucht man halt, muss man es halt schon irgendwie ein bisschen länger festhalten, damit es halt anzieht und richtig kleben bleibt. Also sollte man da auch einen guten Kleber irgendwie haben. Ja. Nee, Moment, müsste so rum sein. Das ist die Innenseite. Ah ja, passt dann auch besser. Also im Prinzip idiotensicher irgendwie gemacht. Muss man halt dann nur schauen, dass das funktioniert. So vom Zinn selber her finde ich den eigentlich schon sehr, sehr sauber. Also wenn man halt die anderen Modelle sieht, die ich da irgendwie aus Zinn halt hatte, hat man dann irgendwie gesehen, dass die ja irgendwie rau waren, nicht so stark glänzten. Da habe ich jetzt halt auch nachgelesen. Also im Prinzip sollte man die dann halt auch irgendwie einmal waschen und dann halt auch nochmal irgendwie am besten nachpolieren.
halt vorsichtig, ohne dass man dann halt hier irgendwie die Details halt rausschleift. Deswegen normalerweise sieht es halt eher so aus wie hier in der Ecke. Also irgendwie so ein bisschen dumpf und dreckig und so weiter. Das scheint hier weniger notwendig zu sein. Also halt hier so der Hauptkörper ist alles schon sehr schön glänzend. Bis halt so auf ein paar Sachen. Ne, also da kann man dann eventuell nochmal mit einer kleinen Bürste oder sowas halt ran. Und man sollte halt schauen, dass halt sämtliche Krate irgendwie weg sind. Ich weiß halt auch nicht, warum jetzt hier zum Beispiel so ein Ecken halt fehlt. Sieht halt irgendwie so aus, als wäre da mal ein Lufteinschluss oder sonst irgendwie was gewesen. Ich denke nicht, dass es vom Cast so vorgesehen ist, dass da halt so eine Ecke fehlt. Naja. So, packen wir wieder alles ein. Also wie gesagt, war eher ein Fehlkauf von mir. Also ich wollte da eigentlich das Plastikteil haben. Ja, jetzt hänge ich damit so rum. Ich werde es versuchen, es zu bauen, auch um halt so ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Zinn zu bekommen. Sind halt, also die Zinnmodelle sind auch ein bisschen billiger als die Plastikmodelle. Also insofern war das jetzt nicht so schwerwiegender Fehlkauf. Also ich habe jetzt da keine 50 Euro oder sowas verbraten für ein Modell, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Bleibt aber festzuhalten, man sollte schon ein bisschen gucken, was man dann kauft, auch wenn sich halt die Modelle sehr, sehr ähnlich sehen. Am besten dann irgendwie zweimal nachgucken und bei Fragen nachfragen oder halt irgendwie beim Hersteller mal nachgucken, weil da steht meistens auch irgendwie dabei, ob es jetzt Zinn ist oder Plastik ist. Naja, gut. Ist mir halt auch nur jetzt aufgefallen, als es dann ankam. So. Insofern weiß ich halt nicht. Aber schauen wir mal. Gut. Das war's dann auch schon für diese Folge. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.